Er ist die bekannteste Persönlichkeit der Antike. Er beeinflusste den Verlauf der Geschichte wie kein anderer. Heute glauben Milliarden von Menschen an ihn. Sein Name? Jesus von Nazareth. Zu Weihnachten erinnern sich Christen auf der ganzen Welt an seine Geburt und an sein Leben. Die Evangelien im Neuen Testament berichten uns von seinen letzten Jahren, seinem Wirken, seinen Lehren, seinem Tod und seiner Auferstehung. Doch wie viel davon entspricht der Wahrheit? In den letzten Jahrzehnten wurde diese Frage immer wieder in der Öffentlichkeit gestellt. Viele Bücher und Filme wurden dazu veröffentlicht. Einige davon wurden zu absoluten Bestsellern, darunter auch der Roman von Dan Brown, Sakrileg, sowie der darauf aufbauende Film Der Da Vinci Code, Sakrileg. Dabei haben die meisten dieser Beiträge, Filme und Bücher eine Gemeinsamkeit. Sie behaupten, die Evangelien seien nicht glaubwürdig und die Geschichte von Jesus und den frühen Christen sei ganz anders verlaufen, als es uns vom Neuen Testament dargestellt wird. Dies würde einen großen Teil des Neuen Testaments in die Kategorie der Mythen und Legenden verweisen. Wollten die Kirche oder die ersten Jünger uns eine Geschichte überliefern, die so nie passiert ist? Wurden die Zeugnisse über Jesus verfälscht? Und hat man dabei die wahren Evangelien aus dem Neuen Testament ausgeschlossen? Gab es im Fall Jesus eine Verschwörung? Wir begeben uns auf eine wissenschaftliche Spurensuche, um einige der wichtigsten Fragen über den historischen Jesus zu klären. In den letzten Jahrzehnten hat eine alte Theorie wieder starken Anklang gefunden, die bereits im 19. Jahrhundert von einigen Forschern vertreten wurde. Demnach sei die Geschichte von Jesus lediglich ein Mythos, der von späteren Christen aufgeschrieben wurde. Und somit habe es eine historische Person Jesus gar nicht gegeben. Die Christen wollten damit angeblich keinen realen Menschen darstellen, sondern lediglich ein Wesen, wie man es aus alten Mythen kennt. Im 20. Jahrhundert hat die Forschung Abstand von dieser Theorie genommen. Doch zuletzt haben ein paar Forscher diese alte These wieder aufgegriffen. Deswegen muss zunächst die Frage gestellt werden, gab es Jesus Christus überhaupt? Oder glauben Milliarden von Menschen heute an einen Mann, den es niemals gegeben hat? Laut diesen Forschern gibt es viele Parallelen zwischen Jesus und den alten Mythen. Eine der stärksten Parallelen ist das Motiv eines sterbenden und wiederauferstehenden Erlösergottes, auch Wiedergeburt genannt. Zu solchen mythischen Wesen zählen Adonis, Attis, Osiris und Tammuz. Dies sei ein weit verbreitetes Motiv in der antiken Mythologie gewesen. Haben die Christen diese Motive aus den umliegenden Völkern übernommen, um einen eigenen Mythos zu gestalten? Ja, die Mythen anderer Völker wie der Ägypter und der Sumerer, das ist alles ja eben sehr lange her und es werden dafür keine zeitgenössischen Personen benannt. Und das wird erörtert wie ein fernes Märchen, aber nicht in Ort und Zeit Palästinas, datierbar. Die Jesus-Überlieferung weist gegenüber den alten Mythen klare Unterschiede auf. Seine Geschichte ereignete sich an wirklichen Orten in Palästina und ist historisch datierbar. Außerdem spielen Personen eine Rolle, die historisch und archäologisch nachgewiesen wurden. Dies trifft auf die Erzählungen über Attis, Adonis und die anderen mythologischen Wesen nicht zu. Dennoch bleibt die Frage, warum es diese vielen Parallelen gibt, wie es manche Forscher behaupten. In den letzten Jahren gab es ein starkes Interesse an der Behauptung, die Erzählung von Jesus in den Evangelien sei eine ausgedachte Geschichte, die auf griechischen, römischen und ägyptischen Mythen beruht.
Die meisten Gelehrten lehnen dies ab, weil einige dieser Parallelen sehr allgemein sind, wie etwa jemand, der sehr weise ist oder jemand, der Wundertaten vollbringt. Was manche dieser Menschen hier machen, ist Folgendes. Sie schauen sich all diese Quellen an, die über Jahrhunderte verteilt sind, suchen sich hier und dort etwas heraus, gestalten dadurch ein Bild, das Jesus ähnelt, und behaupten dann, dies sei das Vorbild, aus dem Jesus und die Evangelien hervorgegangen sind. Es stellt sich heraus, dass diese Ähnlichkeiten oftmals sehr allgemein sind. Heilungen oder das Thema der Erlösung sind Dinge, die überall auf der Welt vorkommen, ohne dass man dabei irgendeine Verbindung zueinander annehmen muss. Tatsächlich sind die Unterschiede zwischen den Mythen und der Jesusgeschichte sehr viel größer als die Parallelen. Dies ist ein weiterer Grund, warum die Forschung es ablehnt, die Jesusüberlieferung als Mythos einzustufen. Es ist wichtig zu wissen, dass es bei Jesus Eigenheiten gibt, also Dinge, die er sagt und tut, auch sein Tod und seine Auferstehung, zu denen keine Parallelen existieren, auch wenn alle Quellen zusammengenommen werden. Das Schema der auferstehenden Gottmenschen gibt es tatsächlich in dieser Form nicht. Genauere Untersuchungen dieser Mythen haben gezeigt, dass in den erwähnten Beispielen entweder kein Tod, keine Auferstehung oder keine Gottheit vorkommt. Wenn wir die Geschichte von Adonis nehmen, dann gibt es zwei antike mythische Traditionen. In einer dieser Traditionen gibt es keinen Tod des Adonis und in beiden gibt es keine Auferstehung. Adonis hält sich lediglich an zwei verschiedenen Orten auf, die eine Hälfte des Jahres im Diesseits und die andere Hälfte des Jahres in der Unterwelt. In manchen Fällen gehen wir davon aus, dass Heiden später ihre Mythengeschichten erweitert haben, damit sie den Geschichten von Jesus in den Evangelien ähnlicher klingen. Erst bei viel späteren Überlieferungen kann Adonis mit der Auferstehung in Verbindung gebracht werden. Die betreffenden Texte sind jedoch eindeutig durch das Christentum beeinflusst. Die sogenannten Mysterienreligionen entstehen erst im 2. bis 4. Jahrhundert nach Christus und haben christliche Motive in ihre Mythen übernommen. Eine leibliche Auferstehung kennen die antiken Mythen erst nach dem Auftreten des Christentums. Diese Fakten akzeptieren selbst die meisten Kritiker. Eine weitere Tatsache, die dabei nicht berücksichtigt wird, ist, dass das Christentum in Galiläa und Judäa als eine innerjüdische Bewegung entsteht. In dieser Zeit wurde das antike Judentum von der griechischen Kultur beeinflusst. Griechisch war in vielen Teilen des Landes eine verbreitete Sprache und es gab auch griechisch und römisch besiedelte Städte, die von deren Architektur durchzogen waren. Allerdings zeigen die Forschungen klar, wenn es um die religiöse Tradition und ihren monotheistischen Glauben ging, machten die Juden keine Kompromisse. Angebetet werden konnte nur Jahwe und niemals ein Mensch. Ihre strikte Haltung in religiösen Dingen hatte die Juden immer wieder in Konflikte mit der römischen Besatzungsmacht gebracht und letztendlich auch zur Zerstörung Jerusalems 70 nach Christus geführt. Die Jünger Jesu waren orthodoxe Juden, genauso wie Paulus, der sogar der strengen Partei der Pharisäer angehörte. Eine Übernahme heidnischer Motive ist damit äußerst unwahrscheinlich und entspricht nicht den historischen Tatsachen. Im nächsten Punkt unserer Untersuchung wollen wir feststellen, ob es außer den christlichen Quellen noch andere gibt, die Jesus schriftlich erwähnen. Wenn es Jesus gab und er so berühmt war, wie es die Evangelien schildern, dann müssten auch Heiden oder Juden über ihn geschrieben haben. Gibt es nichtchristliche Quellen, die uns die Existenz Jesu und die Berichte im Neuen Testament bestätigen? Belegen diese einen historischen Jesus und die Informationen, die wir in den Evangelien wiederfinden? Im Fall von Jesus haben wir zu Beginn des 2. Jahrhunderts römische Historiker, die die Christen erwähnen und ihren Gründer, Jesus von Nazareth, der Christus genannt wird und von dem sich ihr Name ableitet.
keine Person der antiken Welt ist so vielfältig und so nah dran, bezeugt von Autoren verschiedenster Art. Und es gibt ja natürlich auch heidnische Quellen, nicht christliche oder jüdische, die von Jesus berichten. Da ist Josephus, ein jüdischer Historiker, der wohl im Jahr 37 nach Christus geboren wurde, im letzten Jahr, in dem Pontius Pilatus Statthalter in Samaria und Judäa war, genau der, der Jesus hinrichten ließ. Josephus weiß von Jesus und schreibt über ihn, über Johannes den Täufer und über Jakobus, den Bruder Jesu. Sueton erwähnt Jesus ebenfalls Anfang des 2. Jahrhunderts, genauso wie Plinius der Jüngere. Tacitus, ein römischer Historiker des frühen 2. Jahrhunderts, berichtet über Jesus, der unter Pilatus gekreuzigt wurde. Um das Gerücht aus der Welt zu schaffen, schob er die Schuld auf andere und verhängte die ausgesuchtesten Strafen über die wegen ihrer Verbrechen Verhassten, die das Volk Christianer nannte. Der Urheber dieses Namens ist Christus, der unter der Regierung des Tiberius vom Prokurator Pontius Pilatus hingerichtet worden war. Für den Augenblick war so der verderbliche Aberglaube unterdrückt worden, trat aber später wieder hervor und verbreitete sich nicht nur in Judäa, wo das Übel aufgekommen war, sondern auch in Rom, wo alle Gräuel und Abscheulichkeiten der ganzen Welt zusammenströmen und gefeiert werden. Das zeigt, dass Jesus auch bei Juden und Heiden als Wunderheiler und Herr über böse Geister bekannt ist, nicht nur bei den Christen. Es gibt also eine Reihe von nichtchristlichen Zeugnissen zu Jesus und den frühen Christen. Auch einige weitere antike Autoren schreiben darüber. Viele Aussagen der Evangelien werden durch diese alten Quellen bestätigt. Also wenn das auch bei Menschen, die nicht christlich waren, für ein Faktum genommen wird und in so großer Zahl von Zeugnissen, dann kann man nur sagen, dieses alles einfach zu leugnen, ist Wahnsinn. Bei der Betrachtung der Quellen fällt ein Autor besonders ins Auge, Flavius Josephus. Der gebürtige Jude schreibt über Jesus auf eine Art und Weise, wie man es von ihm nicht erwarten würde. Um diese Zeit lebte Jesus, ein weiser Mann, wenn man ihn überhaupt einen Menschen nennen darf. Er vollbrachte nämlich ganz unglaubliche Taten und war der Lehrer aller Menschen, die mit Lust die Wahrheit aufnahmen. So zog er viele Juden und auch viele Heiden an sich. Dieser war der Christus. Und obgleich ihn Pilatus auf Betreiben der Vornehmsten unseres Volkes zum Kreuzestod verurteilte, wurden doch seine früheren Anhänger ihm nicht untreu. Denn er erschien ihnen am dritten Tage wieder lebend, wie Gott gesandte Propheten dies und tausend andere wunderbare Dinge von ihm vorhergesagt hatten. Und bis auf den heutigen Tag besteht das Volk der Christen, die sich nach ihm nennen, fort. Offenbar handelt es sich hier um eine christliche Fälschung. Haben also Christen diese Stelle bei Josephus nachträglich gefälscht, um die Jesusgeschichte historisch aussehen zu lassen? Könnten dann die anderen Quellen ebenfalls von späteren Christen gefälscht worden sein? Es ist deutlich, dass ein Christ den Text überarbeitet hat. Es gibt drei Stellen, an denen ein Glaubensbekenntnis eingefügt wurde. Beispielsweise wird Jesus als der Messias bezeichnet oder auch seine Auferstehung am dritten Tag als Erfüllung der Prophetie. Die meisten Gelehrten stellen jedoch fest, wenn man diese drei Einfügungen herausnimmt, entsteht ein völlig stimmiger und sinnvoller Abschnitt, der das aussagt, was Josephus deutlich machen möchte, nämlich zu erklären, woher die Christen ihren Namen haben und wie sie entstanden sind. Einen zweiten Beweis finden wir in Buch 20 der jüdischen Altertümer, wo Josephus über Jakobus, den Bruder Jesu, der Christus genannt wurde, schreibt. Und es gibt keinen Hinweis darauf, dass diese Stelle überarbeitet wurde. Es ist eindeutig eine authentische Stelle, weil sie erklärt, was mit einem der jüdischen Hohenpriester geschehen ist. Das grundsätzliche Zeugnis über Jesus und Jakobus muss also authentisch sein. Die meisten Historiker sind sich hier einig. Josephus berichtet tatsächlich über Jesus, Jakobus
und Johannes den Täufer. Die anderen Quellen über Jesus stehen außer Frage. Die Zeugnisse sind zu einfach und zu realitätsnah. Sie stellen die Christen in einem schlechten Licht dar. Und bis auf die eine Stelle bei Josephus gibt es kein einziges Glaubenszeugnis. Bei einer christlichen Fälschung wäre dies aber sicher zu erwarten gewesen. Somit sind die Existenz Jesu und einige weitere Details aus dem Neuen Testament auch durch nichtchristliche Quellen bestätigt. Eine Frage bleibt jedoch noch offen. Die Quellen, die wir bisher betrachtet haben, datieren etwa 50 bis 90 Jahre nach dem Tod Jesu. Gibt es frühere und womöglich zeitgenössische Quellen, die uns über Jesus und das Wirken der frühen Christen etwas berichten? Außerbiblische Hinweise darauf, dass das Christentum sehr stark schon früh gewachsen ist, haben wir nicht viele. Wenn Jesus eine so berühmte Persönlichkeit war, warum schreiben dann nicht seine Zeitgenossen über ihn? Und warum wird erst so spät über das Christentum berichtet? Wir haben nur indirekte Hinweise. Beispielsweise das Christenproblem unter Nero in Rom. Problem, weil er sie dafür verantwortlich macht, den Brand im Jahre 64 gelegt zu haben, wo ein Großteil der, vor allem der armen Viertel in Rom, abgebrannt ist. Da war das eine Gruppe, die anscheinend in Rom schon recht groß und bekannt war und der man einfach so etwas schon unterschieben konnte. Das heißt, das war ein Begriff schon in der Hauptstadt des Römischen Reiches. Griechische und römische Historiker schreiben über Menschen, die zu ihrer Zeit sehr bedeutend waren. Aber es passiert im Lauf der Zeit, dass andere Menschen bekannt und bedeutend werden, die anfangs nicht so berühmt waren. In der Zeit davor wurde das Christentum, diese Richtung, mehr als eine jüdische Richtung wahrgenommen und als ein internes Phänomen. Das heißt, man sprach über die Christen einfach, wie man über Juden spricht. Da hat man keine Unterschiede äußerlich wahrgenommen. Die christliche Gemeinde ist zunächst klein und ein Stück innerhalb des Judentums. Das muss man beachten. Und Juden sind nicht besonders beliebt und gelten zum Teil als Phantasten. Und daher hat man das oft als Aberglauben abgetan. Die frühe Christengemeinde war für griechische und römische Historiker nicht interessant. Diese schrieben über Kaiser und Berühmtheiten ihrer eigenen Kultur. Auch die Christen waren, wie die Juden, nicht beliebt unter den römischen Schreibern. Dies wird auch dadurch deutlich, dass die Christen für Kaiser Nero einen geeigneten Sündenbock darstellten, um ihnen den Brand in Rom unterzuschieben. Aber es zeigt gleichzeitig, dass sie um das Jahr 60 bereits eine repräsentative Gruppe in Rom darstellten. Manchmal, wenn Menschen sagen, warum haben nicht auch andere Menschen über Jesus geschrieben, gibt es da einen versteckten Anachronismus, bei dem sie leichtfertig glauben, dass der Ruhm, den Jesus im 3. und 4. Jahrhundert im ganzen Römischen Reich erlangte, auch schon im 1. Jahrhundert vorhanden war. Und so liegt uns der historische Nachweis in genau der Form vor, wie man ihn erwarten würde. Diejenigen, die die Existenz Jesu als historische Person anzweifeln, sind sehr selten Gelehrte. Es ist mehr eine Vorstellung, die in Kreisen von Nichtgelehrten populär geworden ist. Der Beweis für den historischen Jesus und für seine Existenz ist in Wirklichkeit sehr stark. Genauso stark wie für jede große Persönlichkeit der Antike. Es gibt mehr Biografien, die näher an Jesu Lebzeiten geschrieben wurden, als für Alexander den Großen, Julius Caesar, Herodes den Großen und sogar Kaiser Augustus. Und doch zweifelt niemand daran, dass es diese Personen wirklich gab. Warum also sollte jemand die Existenz Jesu von Nazareth anzweifeln? Es gibt vier Evangelien, die etwa innerhalb einer Generation geschrieben wurden. Es gibt nichtchristliche Quellen, die von ihm sprechen. Es gibt Augenzeugenberichte in den Briefen von Paulus, in denen er von Jesu Familie redet, einschließlich seinem Bruder Jakobus. Jemand sagte es einmal so, wenn Jesus nicht existiert hätte, denken Sie nicht, dass sein Bruder Jakobus es gewusst hätte? Gelehrte bezweifeln also nicht, dass es tatsächlich eine Person mit Namen Jesus gab, die aus dem Dorf Nazareth kam und der Gründer des Christentums war. Auf unserer Spurensuche stellt sich nun die nächste Frage. Es existieren viele alte Quellen zu Jesus von Nazareth,
Doch welche davon sind die ältesten und glaubhaftesten? Sind die Evangelien im Neuen Testament vertrauenswürdig oder gibt es bessere historische Dokumente? Die historische Forschung hat zu diesen Fragen Kriterien entwickelt, um die Authentizität einer Quelle beurteilen zu können. Die Glaubwürdigkeit einer historischen Quelle lässt sich anhand einiger Punkte prüfen. Dazu gehört die Frage, wie nahe der jeweilige Schreiber örtlich und zeitlich an den jeweiligen Ereignissen war und wie gut er über die Sachlage informiert war. War er ein Augenzeuge oder hatte er zumindest Zugang zu Augenzeugenberichten? Dann ist seine Glaubwürdigkeit größer. Weiterhin stellt sich die Frage nach der jeweiligen Motivation des Schreibers. Auch die Archäologie und die Geschichtswissenschaften sind eine große Hilfe für die Prüfung einer Quelle. Wenn sich die nachprüfbaren Aussagen eines Schreibers archäologisch oder historisch bestätigen lassen, dann gilt dieser grundsätzlich als glaubwürdig. Die allerbesten Quellen für Jesus finden sich im Neuen Testament. Es gibt vier Evangelien. Drei davon, Matthäus, Markus und Lukas, sind sehr ähnlich. Sie beschreiben dieselben Ereignisse und wurden innerhalb einer Generation nach Jesu Tod geschrieben. Das Markus-Evangelium wird von vielen Forschern als das älteste Evangelium angesehen. Es wird meistens in die 60er oder 70er Jahre des ersten Jahrhunderts datiert. Auch Matthäus und Lukas sind nicht lange danach anzusiedeln. Dies gibt uns eine erstaunliche Nähe für die zu berichtenden Ereignisse. Die ersten Biografien über Alexander den Großen, die im Allgemeinen als sehr glaubhaft angesehen werden, entstanden ca. 400 Jahre nach seinem Tod. Die Forscher sind sich ferner darin einig, dass die Niederschrift der Evangelien auf älteren Quellen beruhte. Diese Erkenntnis verringert die Distanz zwischen Ereignissen und Berichten noch weiter. Somit fand dieser ganze Prozess zu einer Zeit statt, zu der sowohl viele Augenzeugen noch gelebt haben, als auch eine große Anzahl an Menschen, die die Berichte von den Augenzeugen aus erster Hand gehört haben. Man kann etwa sehen, in der Apostelgeschichte, die ja nicht zu den Evangelien gehört, dort geht es um die Nachwahl des Matthias, also der Apostel Matthias wird, nachdem Judas ausgeschieden ist, aus dem Kreis der Zwölf neu gewählt. Und da wird gesagt, wir können nur einen als Verkündiger der Auferstehung und des Evangeliums wählen, der von Anfang an dabei war. Das heißt, es geht doch darum, dass das apostolische Zeugnis auf der Glaubwürdigkeit der Augenzeugen beruht. Und deshalb neigt sich die Forschung allmählich der Meinung zu, dass die Evangelien nicht erst Jahrzehnte nach dem Tod Jesu entstanden sind, sondern schon vor 70. 70 nach Christus ist ein entscheidendes Jahr in der Datierung der Evangelien. Zu dieser Zeit wurde der Tempel in Jerusalem während des jüdischen Bürgerkrieges von der römischen Armee zerstört. Doch welche Rolle spielt dieses Ereignis für die Datierung der Evangelien? Das alte Argument gegen eine Frühdatierung der Evangelien war, dass die Zerstörung Jerusalems ja jedenfalls bei Matthäus und bei Lukas und auch bei Markus berichtet wird und also seien die Evangelien erst nach 70 entstanden. Also sei hier die Zerstörung Jerusalems nachträglich als eine Weissagung Jesu in die Evangelien eingetragen worden. Inzwischen sagt man, dass diese Hypothese sehr naiv war, als hätten die Evangelisten einfach die Botschaft von der Zerstörung Jerusalems gefälscht. In Wirklichkeit ist die Zerstörung der Stadt und die Vertreibung des Volkes eine alte
jüdische Auffassung, dass Gott Israel für Ungehorsam gegenüber den Propheten bestraft durch die Zerstörung des Tempels und der Zerstreuung des Volkes. Das war bekannt. Und Jesus hat den Juden gesagt, so genau wird es euch ergehen, wenn ihr auf meine Botschaft nicht hört. Die Existenz echter Prophezeiungen, also eintreffender Vorhersagen, wird von den meisten Forschern abgelehnt. Deswegen datieren sie eine Vorhersage immer nach dem Eintreffen des Ereignisses. Aber selbst wenn man wirkliche Voraussagen für unmöglich hält, kann man die Evangelien ohne weiteres vor 70 nach Christus datieren. Die Geschichten über Jesus, die wir in den Evangelien finden, sind auf Augenzeugenberichten gegründet. Und es gibt viele Hinweise darauf, dass diese Traditionen und Geschichten durch Augenzeugen anderen weitergegeben wurden, die es dann aufgeschrieben haben. Wir wissen das von beiläufigen Details, die sehr präzise sind. Details, die typisch sind für Augenzeugenberichte. Das Neue Testament betont an mehreren Stellen, wie wichtig es für jemanden war, ein Augenzeuge von Anfang an gewesen zu sein. Genaue Ortskenntnisse, die Beschreibung damals eher unbekannter Orte, eine detaillierte Schilderung von Ereignissen oder die Erwähnung vieler Namen sind nur einige der Details, die für Augenzeugenberichte typisch sind. All das finden wir in den Evangelien. Wir wissen allerdings nicht genau, wer die Autoren waren. Sie werden Matthäus, Markus, Lukas und Johannes genannt. Die Überlieferung ist sehr alt und könnte stimmen. Ich finde es zum Beispiel interessant, dass das Markus-Evangelium nach Markus benannt ist, obwohl es in der Überlieferung der frühen Kirche mit dem Apostel Petrus in Verbindung gebracht wird. Warum wurde es dann nicht das Evangelium nach Petrus genannt? Ich denke, das zeigt uns, dass die frühe Kirche sich der Wahrheit verpflichtet hat. Man wusste, dass Petrus es nicht geschrieben hat, obwohl er die Quelle dafür war. Spätere Evangelien, die nachweislich Fälschungen sind, werden tatsächlich nach großen und bekannten Persönlichkeiten des Christentums benannt. Markus und Lukas hingegen, die Autoren wichtiger biblischer Bücher, werden im Neuen Testament kaum erwähnt. Eine weitere wichtige Quelle ist Paulus. Er kennt Familienmitglieder und Jünger von Jesus, wie etwa Petrus und Johannes. Von einigen Forschern wird jedoch entgegnet, dass Paulus sehr wenig über Jesus zu sagen hat. Demnach hätte er entweder nicht viel über den historischen Jesus gewusst oder sich nicht dafür interessiert. Doch ein genauerer Blick zeigt, dass Paulus durchaus biografische Informationen über Jesus weitergibt. Er kennt seine jüdische Herkunft und Erziehung, kennt seinen Bruder Jakobus, kennt weitere Apostel persönlich, kennt die Begebenheit vom letzten Abendmahl, weiß von dem Verrat Jesu unter Mithilfe der Juden, weiß von seinem Begräbnis und von seiner Auferstehung. Außerdem kennt er Jesu Charaktereigenschaften und setzt Jesu Vorbild zum Maßstab für sich und die Gemeinden, denen er schreibt. Das bedeutet, dass er die Berichte von Jesu Leben kannte und dass er voraussetzt, dass seine Zuhörer sie auch kannten. Zudem finden sich bei Paulus viele Lehren wieder, die auch Jesus gelehrt hat. Paulus war aber selbst kein Augenzeuge von Jesu Wirken. Auch sind seine Briefe persönliche Briefe, keine Biografien. Deswegen ist es unbegründet, bei Paulus mehr biografische Details über Jesus zu erwarten. Die meisten Gelehrten halten die Evangelien im Neuen Testament für zuverlässig und glaubwürdig. Und zwar deshalb, weil es Übereinstimmungen der historischen und archäologischen Quellen mit den Aussagen der Evangelien gibt. Im Lauf der Zeit machten Archäologen viele Entdeckungen, die die Berichte in den Evangelien und der Apostelgeschichte bestätigen. So wurden beispielsweise sowohl Pontius Pilatus als auch der Hohepriester Kaiphas nachgewiesen. Beide spielten bei der Hinrichtung Jesu eine entscheidende Rolle. Dies zeigt, dass die Evangelisten die Absicht hatten, Geschichte wahrheitsgemäß wiederzugeben.
Außerdem kannten sie sich in der Region und mit den historischen Begebenheiten sehr gut aus. Auch jüdische Bräuche werden von den Evangelisten präzise erklärt. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dies zu betonen. Ich kenne viele Archäologen in Israel. Viele von ihnen sind Juden, keine Christen. Sie haben also keine theologische Voreingenommenheit für oder gegen die Evangelien des Neuen Testaments, aber sie benutzen sie ständig als Quelle. Es gibt keinen israelischen Archäologen, der die Zeitspanne des ersten Jahrhunderts untersucht und dabei die Evangelien ignoriert. Stattdessen studieren und zitieren sie sie ständig. Sie lesen Matthäus, Markus, Lukas, Johannes und die Apostelgeschichte, damit sie wissen, wo sie Ausgrabungen starten sollen und wie sie den Fund besser verstehen können. Nie greifen sie dafür auf bestimmte andere Quellen zurück, wie beispielsweise die gnostischen Schriften des 2. Jahrhunderts oder das Thomas-Evangelium. Kein Archäologe, den ich kenne, benutzt jemals diese Schriften, einfach weil diese nicht den historischen und archäologischen Kontext dieser Zeit wiedergeben. In Nakamadi in Ägypten wurde 1945 ein Fund gemacht, der seitdem viele Fragen aufgeworfen hat. Es wurden viele weitere Evangelien entdeckt, von deren Existenz man zum größten Teil nichts wusste. Dies führte zu der Frage, warum man von diesen Evangelien keines in der Bibel wiederfindet. Enthielten diese Evangelien geheime Informationen, die nicht ans Tageslicht kommen sollten? Wurden sie von der Kirche verbannt, damit die Wahrheit über Jesus nicht bekannt würde? Und warum wurden sie nicht in den biblischen Kanon aufgenommen? Das bekannteste davon ist das Thomas-Evangelium. Manche Forscher behaupten sogar, dieses Evangelium sei älter als die Evangelien des Neuen Testaments. Hatte Thomas geheime Informationen, die die Öffentlichkeit nicht erfahren sollte? Manche behaupten, das Thomas-Evangelium sei genauso alt wie Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, vielleicht sogar älter. Es enthalte möglicherweise eine unabhängige Überlieferung. Das sagt eine Minderheit. Die meisten Gelehrten stimmen dem nicht zu. Das Thomas-Evangelium stimmt mit Vorstellungen überein, die charakteristisch sind für das syrische Christentum des späten 2. Jahrhunderts. Thomas spiegelt also nicht die Welt von Jesus aus dem frühen 1. Jahrhundert in Palästina wider, sondern das syrische Christentum des 2. Jahrhunderts. Das Thomas-Evangelium hat also keinen historischen oder archäologischen Wert für die Zeit Jesu. Forscher zählen diese Schrift, wie auch andere Manuskripte aus Nakamadi, zu den gnostischen Schriften. Als Gnosis bezeichnet man eine religiöse Bewegung, die hauptsächlich im 2. und 3. Jahrhundert auftritt und sich auf esoterischem und griechisch-philosophischem Gedankengut aufbaut. Daraus entwickelte sich eine christliche Strömung, die den christlichen Glauben mit den gnostischen Vorstellungen verband. Hierfür entstehen ab dem 2. Jahrhundert eigene Evangelien, in denen gnostische Lehren in die Jesuserzählung eingearbeitet wurden. Ein Gelehrter sagte, wenn wir nur das Thomas-Evangelium hätten, wüssten wir dann überhaupt, dass Jesus Jude war? Warum also Matthäus, Markus, Lukas und Johannes und nicht die anderen? Weil man sofort erkennt, dass die neutestamentlichen Evangelien die ältesten sind. Sie spiegeln die Welt wider, in der Jesus und seine Jünger lebten. Was sie beschreiben, stimmt mit der Archäologie und anderen historischen Quellen überein. Man versteht also sofort, dass sie überzeugende Anwärter sind. Was ist dann mit den Evangelien des 2. Jahrhunderts? Nun, sie zeigen eben nicht die Welt Jesu, das Israel des 1. Jahrhunderts, sondern andere Zeiten und Orte. Sie enthalten Lehren, die kein jüdischer Lehrer des 1. Jahrhunderts vertreten hätte. Es bleibt die Frage, wie und warum entstand dann der Kanon? Und seit wann zählten die Christen die Bücher des Neuen Testaments zu den inspirierten und autoritativen Schriften?
Man sieht im 2. Jahrhundert, dass immer wieder vier Evangelien erwähnt werden. Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, keine sonst. Mehr als 200 Jahre vor der Zeit Konstantins lagen also die Inhalte des Neuen Testaments fest. Vor allem sehen wir, dass die Evangelien, wie wir sie heute im Neuen Testament haben, damals schon bestätigt wurden. Die Autorität der Schriften war sofort anerkannt. Als Christ hat man damals die Autorität der Briefe des Paulus gleich angenommen. Wer kein Christ war, hat sie abgelehnt. Wer den ersten Korintherbrief las und ablehnte und somit auch die Autorität von Paulus, der konnte nicht behaupten, ein Christ zu sein. Wenn man gesagt hätte, nein, Paulus, ich denke nicht, dass Jesus am dritten Tag auferstanden ist, auch wenn du es sagst, dann war man nicht einmal ein Christ. Wenn jemand glaubt, ein Prophet zu sein oder geistlich, der erkenne, dass die Dinge, die ich euch schreibe, Gebote des Herrn sind. Die Frage des Kanons wurde erst viel später zum Thema, als andere Schriften auftauchten, die behaupteten, von den Aposteln geschrieben worden zu sein und Jesu Lehren verändern und neue Lehren einführen wollten. Zu diesem Zeitpunkt fängt die Kirche an zu sagen, Augenblick mal, Paulus hat das nicht geschrieben. Petrus und Johannes haben das auch nicht geschrieben. Und man fing an, diese anderen Schriften wegzudrängen. Bereits zu Lebzeiten der Apostel wurden ihre Schriften und ihre Berichte über Jesus als Autorität anerkannt. Bei den meisten Schriften des Neuen Testaments gab es keine Zweifel daran, dass sie authentisch sind. Dazu zählen auch die vier Evangelien. Als nächstes müssen wir prüfen, wie gut das Neue Testament überliefert ist. Im Lauf der Zeit wurde das Neue Testament immer wieder abgeschrieben und weitergetragen. Heute haben wir also Abschriften von Abschriften. Haben sich in dieser Zeit Fehler eingeschlichen, durch die die ursprünglichen Berichte entstellt wurden? Oder noch schlimmer, wurden Texte im Neuen Testament später verfälscht, um die Sichtweise der Kirche zu stützen? Was sagen uns darüber die antiken Manuskripte? Haben Kaiser Konstantin oder die spätere Kirche die Evangelien verändert, so dass man Jesus als Gottes Sohn aussehen ließ? Die älteren Handschriften sind im Großen und Ganzen unverfälscht überliefert worden. Und da war nicht viel Raum, um etwas zu ändern. Es sind ja auch sehr bald christliche Kommentare und Diskussionen entstanden, zum Beispiel bei Justin, dem Märtyrer um 130 nach Christus. Der hat dicke Bücher geschrieben, in denen er die Evangelien zitiert. Seit Anfang des 2. Jahrhunderts zitieren die Kirchenväter die Schriften des Neuen Testaments, die damals schon weit verbreitet waren. Diese Schreiber kannten die Texte offensichtlich auch schon in der uns überlieferten Form. Darin finden wir also keinen Nachweis für eine nachträgliche Verfälschung. Auch hier ist eine nachträgliche Verfälschung nicht historisch gesehen nicht wahrscheinlich. Wie zuverlässig wurden jedoch die Abschriften kopiert? Haben sich vielleicht gerade in der Frühzeit viele Fehler eingeschlichen, durch die der ursprüngliche Text verändert wurde? Die Christen waren da oft nicht so sorgfältig und haben zum Teil Schreibfehler, zum Teil auch sinnentstellende Varianten gebracht, wenn sie etwas nicht verstanden haben, sodass man sagen kann, es sind insgesamt im Laufe der christlichen Abschriften des Neuen Testaments etwa 144.000 Fehler entstanden. Andere Hochrechnungen sprechen sogar von 200.000 bis 400.000 Fehlern in den Manuskripten des Neuen Testaments. Das scheint wesentlich zu hoch gegriffen, um glaubhaft zu sein. Bart Ehrmann, ein führender Textkritiker und Bestsellerautor, sagte sogar, in den Abschriften des Neuen Testaments seien mehr Fehler als Worte enthalten. Können wir also überhaupt wissen, was das Neue Testament ursprünglich sagte? Der Grund für die vielen Fehler ist, dass es so viele Manuskripte gibt.
Wir haben 5800 griechische Manuskripte des Neuen Testaments, 10.000 in Latein und noch weitere Tausende in frühen Übersetzungen. Bei Handschriften wird man immer die eine oder andere Art von Fehlern finden. Und im Griechischen ist es einfach, Fehler zu machen, die vom Sinn her keinen Unterschied ergeben. So kann man etwa vor einen Namen den bestimmten Artikel setzen. Manche Manuskripte machen das, manche nicht. Bereits das wird als Variante oder Fehler gezählt. Wenn im Griechischen die Wörter vertauscht sind, hat das keine Auswirkungen auf die Übersetzung. Aber das wird bereits als Fehler gezählt. So sind also viele dieser sogenannten Fehler bedeutungslos. Es gibt nur wenige Fehler oder Ungereimtheiten, die überhaupt erwähnenswert sind. Diese Ansicht also, ach, es gibt so viele Fehler, dass wir gar nicht wissen können, was der Text ursprünglich sagte, ist einfach falsch. Echte Gelehrte, die sich mit der Unterscheidung von Texten gut auskennen, behaupten so etwas nicht. Das findet man nur bei einigen populären Schriftstellern. Was auf den ersten Blick als eine unglaubliche Anzahl an Fehlern erscheint, entpuppt sich als leicht lösbares Problem. Der Grund für die vielen Varianten liegt darin, dass es so viele Manuskripte gibt, mit denen es verglichen werden kann. Die meisten Varianten sind einfache Schreibfehler, Satzumstellungen oder Auslassungen, die sich leicht feststellen lassen. Die wenigsten dieser Varianten sind sinnentstellende Varianten und davon sind wiederum nur die wenigsten etwas schwieriger aufzulösen. Die wenigen Beispiele, in denen dies der Fall ist, spielen allerdings nur für die Theologen eine Rolle. Für den Historiker ist dies völlig uninteressant, da davon keine historisch relevante Information betroffen ist. Dann könnte man natürlich sagen, wenn 144.000 Fehler war, dann ist das Ganze nichts wert. Das stimmt aber nicht und ich habe die Erfahrung gemacht, dass sich auch die ganz kritischen Bibelausgaben von denen vor 500 Jahren, also von Erasmus von Rotterdam, sich im Wesentlichen überhaupt nicht unterscheiden. Eine weitere Sache, die man wissen sollte, ist, es gibt neue Forschungen, die zeigen, dass die Manuskripte für eine lange Zeit in Gebrauch waren, bevor sie weggeworfen wurden. Das bedeutet, dass die Originale, die im ersten Jahrhundert verfasst wurden, eine Laufzeit von 100 oder mehr Jahren hatten. Der Originaltext von Matthäus beispielsweise oder vom Römerbrief wurde also immer wieder abgeschrieben, bis ins zweite Jahrhundert hinein. Auch für die Behauptung, es hätten sich gerade in der Frühzeit Fehler und Verfälschungen eingeschlichen, gibt es keine historischen Beweise. Tatsächlich zeigt die Forschung hier das Gegenteil. Eine Frage bleibt jedoch zu klären. Warum stellt Bart Ehrmann solche Behauptungen auf? Schließlich ist er ein ausgewiesener, weltweit bekannter Experte auf diesem Gebiet. Etwas so Verrücktes behauptet Bart Ehrmann in seinen wissenschaftlichen Arbeiten nie, nur in seinen Bestsellern. Obwohl die meisten Forscher in den Evangelien die besten historischen Dokumente zum Leben Jesu sehen, stellt sich für den Wissenschaftler die Frage, wie viel in den Evangelien wirklich objektive historische Information ist und wie viel Theologie. Antike Biografien wurden immer mit einer Botschaft und einer Lehre versehen. Obwohl es zum Leben Jesu viele unterschiedliche Sichtweisen gibt, herrscht doch Einigkeit in zentralen historischen Fragen. Jesus war demnach ein jüdischer Lehrer um das Jahr 30 nach Christus, der Menschen heilte und Dämonen austrieb. Er sammelte um sich eine Gruppe von Schülern, auch Jünger genannt. Er wurde von den Römern gekreuzigt und nach seinem Tod wuchs diese Bewegung anstatt zu verschwinden. Was von vielen Wissenschaftlern jedoch in Frage gestellt wird, sind die Wundergeschichten, sowie die Behauptung der Evangelien, Jesus habe sich selbst als Gottes Sohn gesehen.
Um die Glaubwürdigkeit der Evangelien besser prüfen zu können, wurden einige weitere Kriterien entwickelt. Berichten voneinander unabhängige Quellen über dasselbe Ereignis, dann ist die Glaubwürdigkeit sehr hoch. Auch wenn von Dingen die Rede ist, die für die frühe Kirche wenig schmeichelhaft waren, gelten diese Aussagen als zuverlässig. Denn die Nachfolger Jesu wären sicher nicht daran interessiert gewesen, Geschichten zu erfinden und zu verbreiten, die sie in einem schlechten Licht darstellen. Findet man in den griechischen Berichten des Neuen Testaments Überbleibsel hebräischer oder aramäischer Sprache, dann zeugt dies ebenfalls von einer alten Überlieferung. Denn das waren die Sprachen, in denen Jesus und seine Jünger wirklich geredet haben. Allerdings verstehen sich diese Kriterien nicht als Ausschlusskriterien. Wenn also bestimmte Texte diese Kriterien nicht erfüllen, gelten sie dadurch nicht automatisch als unglaubwürdig. Wie kam es nun dazu, dass die Jünger Jesus als Gottes Sohn und somit als göttlich ansahen? Behauptete er dies selbst? Oder war das die Meinung seiner Jünger? Haben die Jünger hier etwas verbreitet, was gar nicht Jesu Ziel war? Machten sie aus ihrem weisen Lehrer ein göttliches Wesen? Und dazu ist zu sagen, dass doch wichtige, zentrale Texte der Evangelien von der Gottessohnschaft Jesu sprechen. Etwa die Taufe Jesu durch Johannes den Täufer, da gibt es eine Vision des Heiligen Geistes und eine Himmelsstimme, die sagt, du bist mein geliebter Sohn. Geliebter Sohn Gottes natürlich. Das heißt Gottes Sohn und dasselbe bei der Verklärung. Dort heißt es vor den Jüngern, wiederum eine Himmelsstimme, dieser ist mein geliebter Sohn. Und dann gibt es nach dem Markus-Evangelium den Hauptmann unter dem Kreuz, der sagt wahrhaftig, dieser war Gottes Sohn. Dann kann man immer sagen, weil wir denken, das müsste spät sein, Jesus könnte das nicht gesagt haben, muss es spät sein. Aber dadurch werden die Evangelien in ihrem Zeugniswert unterschlagen und es wird behauptet, dass all das, was uns Schwierigkeiten macht, später Erfindung sei. Die Evangelien sind nicht die einzigen Quellen, die Jesus als göttlich darstellen. Auch Paulus bezeichnet Jesus als Gott. Paulus war erst ein Verfolger der Gemeinde und wurde dann zum Anhänger. Er kannte die Glaubenssätze der frühen Jünger, die wegen ihrer angeblichen Irrlehren von den Juden verfolgt wurden. Ihnen gehören auch die Väter an, und von ihnen stammt dem Fleisch nach der Christus, der über alle ist. Hochgelobter Gott in Ewigkeit. Amen. Die historischen Zeugnisse geben uns keinen Hinweis auf eine Entwicklung des Glaubens hin zur Göttlichkeit Jesu. Es wäre schwer vorstellbar, dass orthodoxe Juden auf die Idee kommen würden, einen Menschen, zudem noch einen Zeitgenossen, als Gott zu verehren. Wenn Jesus dies nicht selbst für sich beansprucht hätte, hätten die Jünger nicht auf diese Idee kommen können. Das zentrale Ereignis für die Christen, das Ereignis, das diese Behauptung stützen soll, ist die Auferstehung Jesu. Laut Paulus hängt daran der ganze christliche Glaube. Deswegen wollen wir uns die historischen Indizien anschauen. Was passierte damals nach der Kreuzigung? Die Kreuzigung Jesu ist eines der Ereignisse, das die Forscher übereinstimmend als historisch betrachten. Solch eine Geschichte hätte sich im ersten Jahrhundert niemand ausgedacht. Die Kreuzigung galt als die grausamste Todesstrafe. Sie war für schwere Verbrecher vorgesehen. Zudem war aus jüdischer Sicht derjenige verflucht, der eines solchen Todes starb. Laut den Evangelien wurde Jesus daraufhin im Grab des Josef von Arimathäa begraben.
Manche behaupten jedoch, Jesus sei niemals begraben worden. Demnach sollen Verbrecher, die gekreuzigt wurden, kein ehrenhaftes Begräbnis erhalten haben. Sie wurden entweder am Kreuz hängen gelassen oder in eine Grube geworfen. Wenn Jesus also niemals in ein Grab gelegt worden ist, dann muss der Rest der Geschichte auch eine Erfindung sein. Gibt es Hinweise, die diese Theorie stützen? Ich denke, die Beweislage für das Begräbnis Jesu ist überragend. Zum einen erlaubte das römische Gesetz dies. Das wissen viele nicht. Sie glauben, dass nach römischem Recht ein Hingerichteter oder Gekreuzigter nicht begraben werden durfte. Das stimmt aber nicht. Das römische Gesetz sagte so etwas nicht. Zum anderen sagt Josephus, der sich sehr gut mit dem römischen Recht auskannte und wie es im ersten Jahrhundert in Israel angewendet wurde, dass Kreuzigungsopfer ordnungsgemäß begraben wurden. Damit dürfte das geklärt sein. Durch die Arbeit der Archäologen haben wir die Überreste eines Gekreuzigten. Der Eisennagel steckt in seiner rechten Ferse. In Israel haben wir 138 Nägel in Gräbern gefunden, die oft mit menschlichen Knochen und Kalzium verbunden waren. Diese Nägel stammen von Menschen, die nicht nur gekreuzigt, sondern auch begraben wurden. Und die Nägel wurden später entfernt. Ein weiteres Indiz dafür, dass Jesus regulär begraben wurde, ist die Erwähnung des Josef von Arimathäa. Josef war ein Angehöriger des Hohen Rates und ein Pharisäer. Diese standen der Jesusbewegung feindlich gegenüber und waren verantwortlich für seine Kreuzigung. Demnach war mit Josef von Arimathäa ein Pharisäer ein treuerer Jünger als die Apostel selbst? Ein für die Jünger unglaublich beschämender Sachverhalt. So etwas erfindet keiner zu seinen eigenen Ungunsten. Als Jesus begraben werden musste, übernahm ein Pharisäer die Aufgabe der Jünger. Außerdem waren Frauen Zeugen für die Grablegung. Bei einer ausgedachten Geschichte hätte man Zeugen genommen, die nach damaliger Einschätzung glaubwürdiger waren. Ich glaube, wir sollten mit der Vorstellung aufräumen, Jesus sei am Kreuz hängen gelassen worden, um von Vögeln zerpickt zu werden, oder dass seine Leiche in eine Grube geworfen und von Hunden gefressen wurde. Das hätte das Land geschändet, und die amtierenden Priester wären vom Volk dafür verantwortlich gemacht worden. Ganz egal, wie sie zu Jesus standen, sie hätten niemals erlaubt, dass so etwas passiert. Eine weitere Theorie ist in den Medien immer wieder zu hören und zu lesen, findet jedoch bei den Forschern keinen Anklang. Das ist die These, dass Jesus die Kreuzigung überlebt habe, in ein Koma gefallen und später wiederbelebt worden sei. Unter den Forschern ist jedoch klar, dass eine römische Kreuzigung keiner überlebte. Die Römer waren Berufssoldaten und beherrschten das Handwerk des Tötens wie kaum jemand anderes. Hätte Jesus überlebt, dann hätte den zuständigen Soldaten die Todesstrafe gedroht. Außerdem findet sich für diese These kein historischer Beleg. Doch was passierte tatsächlich damals, am ersten Tag der Woche? Die Evangelien selber diskutieren ja die Frage, ob Jesus nicht vielmehr als Leichnam gestohlen worden sei. Und ob das Ganze nicht eine Fälschung sei. Und sie kommen zu dem Resultat, dass man eine Fälschung leicht hätte Zeugen beweisen können. Man hätte ja nachgucken können. Und dass das mit dem leeren Grab ja ausgerechnet von Frauen berichtet wird, die sich im Zweifelsfalle schlecht als Zeuginnen geeignet hätten, denn das Zeugnis von Frauen galt als relativ unglaubwürdig. Und dass aber ausgerechnet eine Vielzahl von Frauen hier genannt wird, nie nur eine Frau alleine, außer bei Maria Magdalena, der erst Zeugin hatte im Johannesevangelium, das zeigt, dass man an dieser Stelle schwer mogeln konnte.
Ein zusätzlicher Beweis für das leere Grab kommt von unverhoffter Stelle. Laut dem Matthäusevangelium setzten die Pharisäer das Gerücht in die Welt, dass die Jünger den Leichnam Jesu gestohlen haben sollen. Diese Stelle muss authentisch sein, da die Jünger einen solchen Vorwurf gegen sich nicht selbst erfunden hätten. Der Schreiber erklärt damit ein Gerücht, das damals im Umlauf war. Dies zeigt im Übrigen, dass das Grab Jesu am Auferstehungsmorgen wirklich leer war, da auch die Gegner der christlichen Bewegung davon ausgingen. Wer hat das leere Grab zuerst gefunden und den auferstandenen Jesus getroffen? Frauen? Und das bei dem geringen Wert, den Frauen in der Antike als Zeugen hatten? Ich finde, die einzige Erklärung dafür ist, es ist wahr. Wäre die Geschichte erfunden, dann hätten Männer entdeckt, dass das Grab leer ist. Und es wären die Feinde Jesu gewesen, denen der Auferstandene begegnet. Warum sollten Jesu Nachfolger das tun? Sie haben bereits einen stimmigen Glauben. Sie glauben an Gott, sie glauben daran, dass die Gerechten in den Himmel kommen. Und wenn Jesus gescheitert ist, wenn er am Kreuz gestorben ist, warum dann eine Geschichte erfinden, dass er auferstanden ist? Warum? Sie hatten kein Motiv, so etwas zu tun. Tatsächlich hätten die Jünger von einer erfundenen Geschichte keinen Vorteil gehabt. Bereits in den ersten Jahren nach dem Tod Jesu werden sie von Paulus und anderen Juden wegen ihres Glaubens verfolgt. Die Jünger hätten dies wohl kaum erduldet für eine von ihnen selbst erfundene Geschichte. Eine Intrige erklärt auch nicht die Geschehnisse nach der Auferstehung. Bei der Frage nach der Auferstehung sind die Evangelisten sehr genau. Paulus etwa nennt den ersten Korintherbrief, einem der ältesten Dokumente des Neuen Testamentes, gleich eine ganze Liste von Zeugen, darunter die 500 Brüder, darunter Petrus und die 12 Apostel und alle Apostel und sich selber, Paulus. Und er sagt, ihr könnt die Leute ja fragen, einige leben noch von denen. Das wären also die Augenzeugen der Auferstehung. Am Ostersonntag und danach behaupten über 500 Personen, Jesus lebend gesehen zu haben. Sie alle waren bereit, für diese Aussage Konsequenzen zu tragen. Bald wurden die ersten von ihnen zu Märtyrern. Paulus selbst gibt zu, an diesen grausamen Taten beteiligt gewesen zu sein. Als Paulus in den 50er Jahren des ersten Jahrhunderts seinen ersten Brief an die Korinther verfasst, leben die meisten der Auferstehungszeugen noch und können befragt werden. Manche haben behauptet, die Jünger hätten die Auferstehung als ein geistliches Ereignis verstanden und nicht als ein leibliches. Doch dies entspricht nicht den historischen Tatsachen. Die Juden des ersten Jahrhunderts kannten nur eine leibliche Auferstehung. Die Evangelien und die Paulusbriefe machen dies sehr deutlich. Wir könnten uns fragen, was sind die Beweise für die Auferstehung? Nun, wir haben eine Aussage aus erster Hand von Paulus. Er ist dem auferstandenen Jesus begegnet. Er war kein Nachfolger Jesu und hatte auch nicht an ihn geglaubt. Er war sogar ein Feind Jesu und seiner Bewegung. Dennoch begegnete er auf seinem Weg nach Damaskus dem auferstandenen Jesus. Und das veränderte alles. Er wurde ein eifriger Nachfolger Jesu. Ein ziemlich gutes Indiz. Er berichtet dann von seinen Gesprächen mit Petrus, Johannes und Jakobus, dem Bruder von Jesus. Er sagt ihnen, das ist es, was mir passiert ist. Und sie akzeptierten, was er sagte. Sie glaubten offensichtlich auch an die Auferstehung. Ein weiteres Indiz für die Auferstehung sind die Bekehrungen von Paulus und Jakobus, dem Bruder Jesu. Beide waren keine Jünger Jesu. Der eine hatte die Bewegung sogar verfolgt und auch der andere war kein Freund der ersten Christen gewesen. Dann aber kommen beide zu dem Glauben, dass Jesus leiblich auferstanden ist. Dies ist nur durch eine persönliche Erscheinung des Auferstandenen zu erklären. Nach dem Rückzug der Jünger bei der Gefangennahme Jesu entwickelt sich eine enthusiastische Bewegung. Dies alles
hat viele Kritiker von den Erscheinungen überzeugt. Die einzige verbleibende Erklärung ist die sogenannte Halluzinationstheorie, wonach die Jünger Jesus in einer Halluzination gesehen haben. Halluzinationen sind Sinnestäuschungen, die beispielsweise bei einer Psychose, einer schweren psychischen Störung auftreten können. Allerdings ist auch diese Vermutung nicht begründet. Zunächst einmal erklärt sie nicht, warum das Grab Jesu am Auferstehungsmorgen leer war. Zum anderen gilt ein derartiges Massenphänomen heute für unmöglich. Bei Halluzinationen handelt es sich um individuelle Erfahrungen, die nicht auf andere Menschen übertragen werden können. Jesus erscheint mehreren Personen gleichzeitig, an einer Stelle sogar 500 Menschen auf einmal. Bei solchen Phänomenen ist es auch wichtig, dass die betroffenen Personen eine gewisse Erwartungshaltung haben. Die Jünger aber hatten eine solche Erwartungshaltung nicht. Obwohl die Juden eine Auferstehung der Toten erwarteten, glaubten sie nicht daran, dass diese bereits jetzt geschehen könnte. Die Auferstehung der Toten war für sie lediglich ein Ereignis beim letzten Gericht. Warum können wir den Evangelien vertrauen? Die erste Antwort ist, es geht da nicht um Betrüger. Und die zweite Antwort, die Evangelisten selber sind für ihren Glauben gestorben. Das waren Märtyrer, die dafür in den Tod gegangen sind. Wenn ich etwas erfinde, dann gehe ich doch nicht für meine Erfindung in den Tod. Und die dritte Antwort heißt, bei allen Verschiedenheiten zwischen den Evangelien ist die Gelassenheit der Kirche zu bewundern, die diese Verschiedenheiten hat stehen lassen und nicht gewaltsam vereinigt hat. Und dann geht es bei allem, was berichtet wird, über Taten und Worte Jesu, darum, dass man damit rechnen muss, dass es passiert ist. Ein letztes Argument gegen die Auferstehung soll noch erwähnt werden. Bart Ehrmann sagt, da die Auferstehung Jesu ein Wunder wäre und wir solch ein Wunder heute nirgendwo feststellen können, muss die Auferstehung als die unwahrscheinlichste Erklärung angenommen werden. Wenn Bart Ehrmann die Auferstehung bestreitet, indem er sagt, sie sei einzigartig, sollte er bedenken, dass Wunder oft einzigartig sind. Deswegen nennen wir sie ja auch Wunder. Wenn Menschen jeden Tag auferstehen würden, dann würde niemand eine Auferstehung als Wunder bezeichnen, weil es ja täglich passiert. Wenn man also ein Ereignis bestreitet, einfach weil es ein Wunder, also einzigartig ist, dann ist dies ein Zirkelschluss. Man ist gewissermaßen im eigenen Denken verschlossen und sagt dadurch, dass man nicht offen ist für etwas Neues oder Außergewöhnliches. Mit diesem Argument wird die Tür für jede Untersuchung von vornherein verschlossen. Demnach wäre es egal, wie viele Indizien zugunsten der Auferstehung sprechen, da eine solche Erklärung ohnehin keine Gültigkeit haben kann. Das würde bedeuten, dass man Dinge, die man als Wunder bezeichnet, weil sie nicht alltäglich sind oder nicht erklärt werden können, von vornherein als mögliche Erklärung ausschließt. Wenn man aber die Wissenschaften betrachtet, dann sind Wunder durchaus nichts Ungewöhnliches. Tatsächlich passieren sie jeden Tag. Die Wissenschaft kann zahlreiche Dinge in der Natur auch heute nach wie vor nicht erklären. Tatsächlich gibt es auch heute wundersame Heilungen, von denen man manchmal sogar in den Tageszeitungen lesen kann. Menschen, bei denen die Prognose keine Heilung voraussah. Heilungen, die von Ärzten nicht erklärt werden können. Die Frage bleibt, ob wir uns vor diesen Ereignissen verschließen, nur deswegen, weil wir derzeit keine Erklärung dafür haben. Es scheint aber im Fall Jesus tatsächlich eine Verschwörung gegeben zu haben. Die leitenden Juden starteten ein Komplott gegen ihn. Dieses endete damit, dass er auf grausame Weise hingerichtet wurde. Am Ostersonntag folgte eine weitere Verschwörung. Nachdem die Soldaten von den Geschehnissen am Grab berichtet hatten, kamen die Juden darin überein, eine Verschwörungstheorie in die Welt zu setzen.
Die Jünger sollen ihren Meister gestohlen haben. Nur zu bald stellten sie fest, dass ihre Erfindung nur wenige überzeugen würde, da die Jünger die Auferstehung mit einer so großen Überzeugung verkündigten, dass ein Betrug von ihrer Seite unmöglich erscheint. Das falsche Messias- bzw. Gottesbild war sicherlich ein, vielleicht sogar der größte Grund zur Ablehnung Jesu. Ja. Einmal gab es die politischen Gründe, es gab Gründe sicherlich auch der persönlichen Ressentiments, dass man einfach ihn vielleicht für auf der einen Seite zu liberal gegenüber den Reinheitsgeboten, nicht den biblischen, sondern den pharisäischen, also wie man sich zu waschen hatte, was über Mose hinausging, dass man das vielleicht nicht so mochte, vielleicht mochte der eine andere auch was anderes an ihm persönlich nicht, aber das Wichtigste war sicherlich, dass er nicht der Vorstellung entsprach, nicht in dieses Muster hineinpasste, in dem sich die führenden Juden sicherlich eine gute Position ausrechneten. Übrigens auch die Jünger Jesu. Wir merken schon noch bei dem internen Streit, wer neben ihm sitzen darf in seinem Reich, dass sie erwartet haben, sie werden hohe Posten haben, Ministerposten an seiner Seite, neben seinem Thron. Und die Pharisäer haben auch dann Stück für Stück gemerkt, diese Hoffnungen werden mit Jesus nicht realisiert. Und auch die Hoffnung, Judäa wieder für sich zu besitzen und frei zu werden von den Römern, vielleicht eine Weltmacht zu werden wie zu Zeiten von Salomo, das haben sie auch sehr bald gemerkt, ist nicht Jesu Absicht. Und von daher war das ganz klar ein Ablehnungsgrund. Der wichtigste Grund für diese Verschwörung war anscheinend ein falsches Gottesbild und eine unzutreffende Messias-Erwartung bei den Juden. Jesus tat nicht das, was sie von einem Erlöser erwarteten. Sie hatten die Vorstellung, dass er ihnen Wohlstand, Macht und Glück bringen werde und sie von irdischem Leid verschont bleiben würden. Vielleicht ist das auch heute ein Grund, warum viele Menschen die Auferstehung als ein historisches Ereignis ablehnen. Vielleicht haben auch heute die Menschen eine falsche Vorstellung von Gott und seinem Wirken. Sie können sich Tod und Leid in dieser Welt nicht erklären. Doch möglicherweise sehen wir auch heute, wie die Juden damals, nicht das ganze Bild.